Lass uns spielen, und zwar Odyssey im Auftrag des Königs. Eine weitere Folge von dieser schönen Modifikation. Und ihr seid natürlich auch alle herzlich eingeladen, hier dabei zu bleiben, weiterzumachen und auch ein bisschen motiviert an die Sache heranzugehen. Im Forum gibt es viele Fragen und viele Antworten. Jetzt überlegen wir uns mal, was machen wir als nächstes. Wir haben 13 Lernpunkte und Stärke und Geschick sollte man gleichmäßig skillen. Und das werde ich wohl jetzt mal machen bei dem Herrn Bruno. Und dann werden wir sehen, was wir weitermachen können. Denn in der letzten Folge gab es die Heudiebe, die sich als Gobos, als schwarze Goblins herausgestellt haben. Und die haben wir mal gerade mit Ach und Krach und Mühe mal beseitigen können. Hey du! Hallo! Hey du! Hey du! Bringt mir bei. Ja, das brauchen wir noch nicht. Jedenfalls ich noch nicht. Ich will stärker und geschickter werden. Ich will stärker und geschickter werden. Und dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal Stärke 7 insgesamt. Oh Gott, 10 Lernpunkte für 5? Ach so ist das. Das ist jetzt blöd. Stärke plus 5. Na super geil. 33. 34. 35. Dann Geschick plus 5. Kostet mich auch 5 LP. Dann habe ich das jetzt hier gut, gleich. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Meine gut. Meinung will ja keine hören. Gleichermaßen geskillt. 35, 35 und 4 Lernpunkte. Ja, sollen wir da in den Kampf ziehen gegen das Goblin-Versteck unten im Dorf? Denn ich vermute, dass da nämlich die Heuballen hingebracht wurden. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Also runter ins Dörflein. Nein, ich habe Mana genug. Eben mal nachgeguckt, ob ich Mana habe. Meistens vergesse ich, was zu essen, was mein Mana auffüllt. Und deswegen. Wieso habe ich denn jetzt einen Ohrwurm von Petula Clark? Downtown. Downtown. La. Gut, okay. Ja. Mir ist aufgefallen, ich gucke ja auch meine Kollegen und Kolleginnen an und wundere mich immer wieder, oder jeder hat so seinen eigenen Charakter. Der eine ist gemütlich, brummig, die andere ist sehr temperamentvoll und ne, bisschen am, so eine ausgebuffte Kreische halt eben. Da muss man immer, oh, meine Ohren, immer aufpassen, dass man da keinen Tinnitus bekommt. So, hier müssten sie sein. Das ist nämlich meine Vermutung, dass das eventuell das Goblin-Versteck ist. Wir sehen auch da hinten schon eine Höhle. Eine Höhle. Oh Mann, ich war hier vor Jahren mal. Ich höre ja die Gobos. Die werden bestimmt hier oben irgendwo rumlungern. Also auch schon trampeln. Man kommt natürlich drauf an, wie ich das hinkriege. Gehen wir erstmal hier rein. Okay, Pilze. Here we go. Oh yeah! Oh, die sehen aber aus, als wären das normale. Die könnte man. Sorry. Die könnte man. Hä? What the heck? Jetzt kommen die von oben runter. Das war ja wohl jetzt nicht so geplant. Oh, Leute. Nee. Okay. Hä? Ja, kaum ein paar Minuten gespielt hier. 4 Minuten 25 und schon wieder des Todes erlegen. Also da oben sind die Schwarzgorbos. Da bin ich sozusagen im Triggerkegel mit drin, technisch. Das heißt, ich muss hier drin bleiben. Versuchen, die da irgendwie langsam hervorzuholen. Oh Mann. Ich hab meine Augen nicht hinten. Mir hat immer noch keiner geschrieben, wie ich denn hier diesen nach hinten Blick machen soll. Einer hat geschrieben, so von wegen Numpad 0. Mache ich. Passiert nichts.
So. Oh, 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 oh. Kann ich eigentlich Schaden machen? Ach, da ist auch noch ein Schatten mit bei. Das ist jetzt doof. Ja, ich hau auf jeden Fall schon mal drauf. Okay, das ist ein Schwarz. Mal erfahren. Und da ist der Schwatte. Ach, den werde ich mit meinem Feind bin. Okay, er macht den Moonwalk auf den Pilz. Hallo? Ja? Oh, ich habe vergessen, Pfeile zu fertigen. Oh, ich glaube, ich bin voll in der Falle. Da ist nicht zu holen. Na? Aha. Mann. Da ist nicht zu hoch. Also, alles klar. Die von oben kommen auch nochmal runter. Ach, so ist das. Die sind hier gewesen. Uah. Was jetzt? Kann ich schnell was essen? Alter Schwede. Mann, oh Mann, oh Mann. So, oh, der ist ja schon ein bisschen angeschlagen. Okay, mal ganz schnell speichern. Das war auf einem anderen Stand. Ist das aufregend hier? Nichts zu holen. Ja, okay, da ist nichts zu holen. Okay, Butlerfleisch. Lecker Dunkelpelz. Also, ich höre rechts, hinten, über mir, unter mir, überall nur Gobos. So. Hier waren auch Schwatte. Was machen die denn da? Das ist ja lustig. Ah, ein Glück, dass es jetzt so einfach scheint. Ein bisschen näher rangehen. Siehst du, und schon habe ich keine Pfeile mehr. Das ist jetzt doof. Was machen die denn da für einen Gruppenkonvent? Mist, keine Pfeile mehr. Ach, guck mal, ein Heubein. Ja, das ist eigentlich unser Ziel. Jetzt sind wir völlig abgelenkt durch die Goblins. Die da so lustig da sich balgen, keilen und Ringel reinspielen. wenn ich da jetzt dazwischen gehe, ich mache nochmal eine Speicherung. Am besten hier wieder auf den zweiten. Meinen kritischen Speicherplatz. Oh, weißt du was, dann gehe ich einfach mal mit dem Mang hier. Vielleicht bleiben die ja so. Tatsache. Die lassen sich gar nicht beeindrucken. Guck mal, was machen die da? Ringel, Ringel, Roses. Okay. Das ist natürlich schön. Da will keiner irgendwie mich prügeln. Mit mir will keiner prügeln. Jetzt bin ich enttäuscht. Okay. Ja, an das Odyssey Mod Team. Ich glaube. Da ist das ja schon verbessert worden. Da kann ich jetzt stundenlang machen. Hallo, ich treffe hier mal ein. Oh yeah. Ich glaube, das ist so nicht geplant. Ach gut, gut, dass niemand weiß, dass die Goblins hier laufen im Kreis. Und jetzt nur noch ein. Ja, bleib doch mal stehen hier, du Säckel. Oh, diese Tastaturklicker-Geschichten, die gehen bestimmt auch die ganze Zeit auf die Ketten. Los. Okay. Jesus Christ's sake. Ja. Weiß nicht, wie viele das waren. Waren es 8? 6? Ich habe 6 Goblins, darunter auch schwarze und normale, umgenietet, ohne einen Schaden davon zu tragen. Ja. Nicht zu plündern. Doch, da. Da ist nicht zu holen. Oh, die sind alle auf einem Haufen, da weiß man nicht, was sie haben. Nicht zu holen. Okay.
Hier sind auch mal ein paar Goldstücke. Schwerer Ast, dann nehmen wir mal die Sache von der Seite ran. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Okay, ich glaube, ich habe sie alle. Ja, das ist... Freut mich. Also, wenn sowas passieren sollte, sofort zugreifen. Oder sofort zuschlagen, besser gesagt. Und wir haben schon ein Heuballen hier gefunden. Jetzt gehen wir mal in die Höhle zurück und gucken mal. Da gibt es ja auch noch ein bisschen was. Schwarzer Goblin. Ja, genau, richtig. Nicht zu holen. Ich glaube, die habe ich schon. Da ist nicht zu holen. Nicht zu holen. Okay. Herrlich. Das Spiel überrascht mich immer wieder. Ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Ja, ich schätze mal, das kann man sogar von der Seite hier oben hoch. Tut denn die Leiter? Ich stehe direkt davor. Ja, sie tut. Sie steht und ich gehe hoch. Quatsch. Hier sind wir ja rausgekommen. Feuerwurzel. Wo sind noch mehr Heuballen? Kann das sein, dass noch irgendwelche Heuballen versteckt worden sind? Oh, kleiner Texturfehler hier. Das liegt aber bestimmt nicht am Spiel, sondern wahrscheinlich beim Elhiver, den ich hier mit drauf installiert habe. Ja, da hinten sind Lurker. So, das war alles an Heuballen. Oh, da ist ein Shrine. Hier ist ein Shrine. Was für ein Shrine? Aber an dem kann man nicht schreien. Meine, beten. Okay, der hat mich jetzt erwischt. Gespannt. Kommt er hinter mir her? Nein, kommt er nicht. Pfeile habe ich nicht, das heißt, ich muss wieder runter. Und Feuernesseln essen. Genau, richtig. Na, das reicht ja eine. Dann mal ins Dorf zurück. Warum? Nee, in die Burg. Schlaf, nein, komm. Ach ja. Also das war ja mal... Das war ja mal eine ganz lustige Story eben. Tja. So. Wir müssen also Pfeile herstellen. Mal wieder. Das war schon, aber... Achso. Nee. Geht nicht mehr. Mit. Dann habe ich selber ganz wenig Pfeile. Sorry. Da muss ich mal eben was ändern. Wie viele Pfeile sind es denn? Ah. Das sind nur 10. Das heißt also Holzstämme finden. Oder Pfeile kaufen. Mache ich sicherheitshalber mal. Ach, wenn ihr länger dran bleibt, zeige ich euch noch einen Bonus. Beziehungsweise ein Easter Egg. Denn hier auf Athanos gibt es ein Easter Egg. Ein Osterei. Ja, kein Osterei, aber... Wer erzählt denn sowas? Zeig mir deine Ware. Was ist Lustiges halt eben. Ja, dann gucken wir mal, was hast du denn alles an Pfeilen. Hey, guck mal hier. Ach nee, das sind Bolzen. Aber hier haben wir Feuerbolzen. Ich brauche aber Feuerpfeile, wenn du denn welche hättest. Die habe ich ja einmal kaufen können. Gut, okay. Als habe ich wieder aus Versehen einen Bolzen mit dazu. Ja, gut. Jetzt können wir ihn denn noch in Schrott andrehen. Okay. So weit haben wir doppelt und dreifach. Hier ein paar Knüppelchen. Das sind alles Sachen, die wir nicht miteinander rumschleppen wollen. Dann hier Kurzschwert der Miliz. Ich weiß nicht, aber irgendwie aus Traditionsgründen behalte ich das mal. Ansonsten, was kann man ihn denn noch anbieten? Ring der Lebenskraft, naja. Amulett der Kraft. Amulett der Kraft? Stärke Bonus 10. Was habe ich denn hier? Achso, das müsste ich dann anders machen. Ja. David und seine technischen Kenntnisse. Amulett der Kraft und das ist Amulett der Lebenskraft. Oh, das sind aber gleich 40. Kein guter Kompromiss, finde ich.
Und übrigens, hier gibt es ja noch ein Schwert, was ich damals vergessen habe zu... So, hallo. Guno? Ich hätte das nicht gedacht. Ich hab noch ein Schwert zu verkaufen. Zeig mir deine Ware. Ja. Das ist auch herrlich. Klau den Leuten das Schwert, das Breitschwert, das ist ja... Moment, was war das? Das war der hier, ne? Genau, richtig. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was. So geht's auch. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, hoi, Liebe. Das war keine große Sache. Das heißt, jetzt mal wieder weiter runter. Heilpflanze, wir haben ja nichts mehr zu heilen. Meine Meinung will ja keiner hören. So, das heißt... Runter ins Dorf. Und jetzt gucken wir mal, ob wir einen Tagebucheintrag gekriegt haben, wegen der Heudiebe, weil ich ja... Ich habe die... Nee. Ich habe ja einen gefunden, ein Heubein. Nur einen einzigen da hinten. Ach hier, guck mal. Ach, jetzt sind die hier. Jetzt liegen die hier irgendwo so rum. Okay. Da denkt man irgendwie, man hätte schon alles abgesucht. Und das finde ich klasse. Das heißt also, nicht einfach so ignorieren und denken so von wegen, hier kann ja gar nichts mehr sein. Weil ich ja hier schon zigmal durchgelatscht bin. Nein. Immer mal suchen. Search and explore. Guck mal zum Beispiel hier die Waldbeere. Ist wieder nachgewachsen, so wie auch eine lustige Heilpflanze. Mein Gott, laber ich einen Stuss. Okay, ich hoffe auf eure Kommentare hier, während ich hier so einen Stuss labere. Ja. So. Ohne Feuernessel. Also wir haben schon zwei Heuballen gefunden. Wie viel sollten wir denn finden? 5? War da was mit 5? Guck, guck. Da liegt wieder ein Heuballum. Ballen. Okay. Guck mal. Das muss doch irgendwie hier mit bei sein. Wenn, dann ist es immer hier Skelett. Heuballen. Richtig, 3 Stück. Und zu finden sollen sein... So, 5. Genau, richtig. 5 Heuballen. Das heißt also, bei Bauer Johann vermisst 5 Heuballen. Die wir schon mal hier gefunden haben. In der Nähe. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen besser suchen. Mal da hinten rum. Nein! Die will ich nicht. Die Lurker. Was? Ach, ein schwerer Ast. Ja, Gott. Ja. Noch 2 Heuballen fehlen. Nope. Da kann man nicht hochspringen. Oh. Waren wir hier oben schon? Glaube ich. Na, hallo? Ne, hier oben war ich noch nicht. Ah. Heuballen, sehr gut. Feuerwurzel. Und ein Goblin-Geräusch höre ich wieder. Okay, das muss hier aus der Ecke kommen. Und ich schätze mal, dass in hier irgendwie um die Ecke auch ein Heuballen sein wird. Ich sollte mal aufhören zu prognostizieren. Wir werden es eh alle sehen. Ja, da sind sie. So, na kommt mal her hier. Oh, war ja. Oh, ich bin dull. Ja. Gucken. Kommen sie hier hoch? Kommen sie? Und Rückenschlag. Schade. Die Gruppe hätte man wenigstens auch Ringel reinspielen können. Mhm.
Warte mal. Ich möchte mal einen Zauber ausprobieren, nachdem ich, wie ihr seht, noch nichts Ordentliches gegessen habe. Also, was können wir denn da nehmen? Vergessen, Angst, Angst? Angst? Kann man den Goblins Angst machen? Großer Feuersturm, hört sich gut an. Darf ich bestimmt noch nicht machen können. Böses Vertreiben, heiliger Pfeil, Licht. Auch irgendwie so ein Globalzauber. Was ist das? Schlaf, ja toll. Verwandlung Blutfliege, Verwandlung Fleischwanze, Windhose. Na, ich versuche mal Windhose. Das braucht, glaube ich, so lange. So, mal gleich hier. Die Windhose. Und dann werde ich sie sofort versuchen anzuwenden. Genau, richtig. Und los, mach doch mal eine Windhose hier. Okay. Gut. Und da ist der fünfte Heubein. Ich habe auch dummerweise keine Feuerpfeile oder sowas. So, ja, da ist ein schwarzer Gobo. Ihn von hier aus schon treffe? Nee, das hört man ja schon am Geräusch. Ja, okay, da kommen sie wieder. Dann weiß ich, dass die von oben runterspringen werden. Wenn hier einer da ist, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber wenn zu viele da sind... Vielleicht ist hier schon einer runtergesprungen und wartet hier um die Ecke. Da ist er. Oh, der hat... So ist das. Ah, wenn die runter... Vielleicht. Die sind schneller als ich. Schon aufgefallen? Oh, was mache ich denn da? Ich bin so bescheuert. Okay, dann wollen wir erstmal hier in die Höhle. Wenn die runterfallen. 1, 2, 3. Gott sei es gepriesen und gepfiffen. Der Gobbo hat es geschafft. Nicht geschafft, meine ich. Ja, ich hab's geschafft. Also, das ist eine gute Taktik. Lass sie von oben runterstürzen. Da geht schon ein bisschen Lebensenergie von den Flöten. Ja. Mühsam ernährt sich das Eichelhörnchen. Was sag ich denn da? Habe ich eigentlich abgespeichert? Nee, erstmal so eine Kleinigkeit zu uns nehmen. Was? Okay. Was? So. Speichern. So. Und jetzt gucken. Also, von hier oben runterspringen lassen. Das ist richtig cool. Schwarze Gobos, wo sind denn die anderen? Okay, da sind sie. Hier hingehen. Los, komm, runtergesprungen. Shit. Oh, riecht mich das auf. Oh, der hat noch ziemlich viel. Einstecken, wegrennen. Ja. Ein kleines Gebet an Innos. Kriege ich es vielleicht hin. Ihn hier. So. Einen habe ich schon ganz stark verwundet. Immer die gleiche Leier. Jetzt? Oh. Moment. Wir gehen mal hier. Oh. Nicht durch die Leiter gehen.
Die sind jetzt unten. Ich gehe jetzt nach oben. Vielleicht kann man da ein bisschen trickreicher arbeiten. Aber nicht so. Also heute ist nicht mein Tag, Leute. Ja, schon mal klar. Ich bin noch zu doof, hier noch eine Leiter hochzugehen, zu klettern. So, und jetzt machst du einen Schritt nach vorne und... Jawohl. Gut, ach, nee. Sollten wir mal... Wo sind wir denn hier gelandet? Oh mein Gott. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass hier auch was ist. Auf jeden Fall, hier gibt es ganz viele Sachen. Oh, Quest Paladin-Schwert. Na schön. Ich hab's gefunden. Ja. Okay, das ist Flavor-Deko. Oje, 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 oje. Dabei hat das so gut angefangen. So, wir holen jetzt uns den Heuballen-Zertifaxen-Ticket. Und das war hier oben drüber. Wie bin ich denn da hingekommen? Also ich muss da noch durch den Häuptling der Athanos-Goblins. Ne, das bringt nichts. Das bringt nichts. Bringt nichts. Bringt nichts. Nichts. Bin jetzt ein bisschen still. Ich bin nur diesen einen Heulbein und wenn ich den habe. Oh. Oh. Den kriege ich nicht. Sieht da lustig aus, der Häuptling der Athanos Goblins. Gucken. Der hat mich gar nicht so viel getroffen, finde ich. Oh. Ich habe ne gekillt. Den Häuptling des Athanos Goblins. Well. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir es. Es ist der Weg frei zum Heuballen. Ach, das war vielleicht eine schwierige Geburt, ne? Leute. Und nebenbei noch so ganz viele Schwerter und das Paladin-Schwert gefunden. Mann. So, schwere Asten, aller Asten. Mann. So, da bleiben wir immer so ein bisschen hängen. So, hier wäre nochmal die kritische Stelle. Feuerwurzel. So. So, höre ich noch weitere Goblins? Nee, jetzt muss ich mal gucken. Wie kriege ich den bloß? Den letzten, nur den. Ach, gar nicht. Ich gehe einfach ganz schnell hin, hole mir den Heuballen. Der kann mir ruhig eine verzücken hier. Mir egal. Dann gewinne ich genug Abstand. Portiere mich zum Bauherr Johann. Sag ihm, ich habe deine Heuballen gefunden. Ich glaube, das war's. So. Und tschüss. Mann. So, ich habe, glaube ich, alle Heuballen gefunden, ne? Sind's doch 5er, ne? Hoffe ich doch. Nicht, dass ich hier vorher wegteleportiert bin. Und ja, 5 Heuballen. So. Wundert mich, dass es... Hat's einen Eintrag gegeben? In der Aufregung gar nicht gesehen. Ist er wieder oben am Sägen oder was ist los? Wer war er nochmal? Hermann war das, ne? Hermann, ja, natürlich. Ging auch noch Heuballen rum, aber die zählen ja nicht. Das ist entweder unser
Johann Bauer da hinten am Sägen. Aber jetzt bin ich ein bisschen, ne? Bisschen. Ist er nicht, ist er nicht. Da ist er. Da steht er einfach so stumm rum. Hey du! Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich war mal nachts in deinem Schuppen. Ich habe deine fünf. Ja, genau. Hey, Johann. Ich war mal nachts in deinem Schuppen. Ja, und? Hast du vielleicht etwas entdeckt? Und ob. Ich habe bemerkt, wie sich einige Goblins da drin aufgehalten haben. Goblins? Was du nicht sagst. Dann haben die mir also mein Heu gestohlen? Vielleicht. Auf jeden Fall werde ich der Sache mal nachgehen. Und auch im Wald nach den Heuballen suchen. Goblins also. So, so. An die hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also früher, da gab es eine ganze Menge von denen auf der Insel. Die waren eine echte Plage damals. Die haben geklaut, was ihnen unter die Finger kam. Aber als sich der Bestand der Lurker so drastisch vermehrt hatte, da ging auch die Zahl der Goblins zurück. Schließlich sind sie ja für die Lurker ein ganz schöner Leckerbissen. Aber wie sind die Viecher nur in meinen Schuppen hineingekommen? Haben denn die Wachen nichts von den Goblins bemerkt? Tja, ich... Nun, das ist noch nicht geklärt. Naja, auch gut. Hauptsache, du beschaffst mir mein Heu wieder. Mehr interessiert mich nicht. Aber, dass es hier noch so viele Goblins gibt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich vermute aber, dass sich diese mehr in den Bergen aufhalten, wo sie vor den Lurkern sicher sind. Ja, endlich habe ich die 5 gestohlenen Heuballen gefunden. Ich habe deine 5 gestohlenen Heuballen gefunden. Tatsächlich? Na, dann danke ich dir für deine Hilfe. Aber was ist mit den Dieben? Es waren die Goblins. Ich glaube aber nicht, dass du von denen noch was zu befürchten hast. Aber man weiß nie. Wenn noch was sein sollte, dann sag mir ruhig Bescheid. Doch eins sage ich dir. Verdächtige bloß nicht unsere Leute wieder. Nee, bestimmt nicht. Das war ganz dumm von mir. Wird bestimmt nicht nochmal passieren. Okay. Die Quest haben wir hoffentlich erledigt und damit, ja. Nee, doch. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ein bisschen über Zeit, aber seid mir bitte gefällig und gebt mir einen Daumen. Und wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao. Jetzt regnet's. Ab nach Hause.